So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Amnesia, A Machine for Pigs. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Hier sind wir ja in der letzten Folge stehen geblieben. Es ist eine ganze Zeit lang her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Jetzt geht es endlich weiter und wir versuchen nun unserem Ziel weiter entgegenzugehen und hier dröhnt uns schon ein furchtbarer Lärm entgegen. Und hier haben wir den eisernen Butler. Also das sieht ja wirklich nicht besonders appetitlich oder wie sagt man, ziemlich grauenvoll aus, wenn ich das mal so sagen darf. Was ist das für eine... Oh, was ist das für eine Maschine, Leute? Was ist das für eine Maschine? Nein, das sieht doch eher aus nach einem riesengroßen Fleischwolf, oder? Natürlich, das sieht doch aus nach einem riesengroßen Fleischwolf. Oder so ähnlich. Ich mag die Tür hier hinter mir nicht offen haben. Ich mach sie lieber wieder zu. Da geht's entlang. Okay, dann müssen wir hier weitergehen. Und hier ist der eiserne Butler. Mann, oh Mann, oh Mann, ist diese Anlage laut. Naja, ist ja auch eine Fabrik. Hier kann man auch nichts weiter sehen, oder? Außer, dass hier diese Schweine durchfahren und geröstet werden. Nochmal kurz. Was? Nein. Das sieht aus wie... Nee. Da gehen wir jetzt mal schön weiter. Und lassen dieses laute Gerät, diese laute Maschine mal hinter uns. Hier ist ein Knopf. Weiß nicht, ob der funktioniert. Doch, der funktioniert. Hier könnte man weitergehen. Aber auch hier könnte man weitergehen. Ich schau mal hier oben drauf, was es hier zu sehen gibt. Oh nein! Nicht schon wieder so eine grausame Lampe. Die Zündkerze. Muss ich da jetzt lang oder muss ich da jetzt nicht lang? Was heißt das, die Zündkerze? Gefahr, Verbindung X. Kein offenes Feuer. Keine unabgeschirmte Elektrik. Keine unabgeschirmte Elektrik. Okay. Und was ist jetzt hier? Was verbirgt sich hier hinter? Will they be free? Yes, my friend. Drained and bled and freed from the prison of the flesh. Free to ascend as smoke to the stars. And the good. The worthy. How will we save them? Show me these worthy, Mandus. Show me these good. I do not see them. Schweineproduktreihe, Zentralbereich. Okay. Da kommen wir nicht weiter. Hier kann man auch nicht aufmachen. Hier ist auch alles zu. Die Kuttlerei. Aber ich glaube, in der Kuttlerei waren wir ja auch schon mal. Und hier sind die Kühlmitteltanks. Wahnsinn, Leute. Das ist doch ein Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Gefahr, Verbindung X. Kein offenes Feuer. Keine unabgeschirmte Elektrik.
Und wir haben einen weiteren Tagebucheintrag. Verbindung X und die Kühlmittelbehälter. Dieses abscheuliche Gebräu dieser Verbindung X ist das Arterienblut dieses Schreckens. Wird es gekocht, so erzeugt es den Dampf, der die Kolben antreibt. Hier aber ist es eiskalt und umspült zur Kühlung die Komponenten. Warum wird es immer kälter, je tiefer ich komme? Was ist das für ein bedeutendes Verfahren, das derart viel Hitze erzeugt, dass die Maschine sie mit einem Cocktail aus Blut und Fäkalien abkühlen muss? Nun, das gilt es herauszufinden. Das gilt es herauszufinden. Was ist das? Hier sind weitere elektrische Spulen und Gerätschaften. Mandos, stopp! Überleg dir, was du da machst. Ich habe es mir bereits überlegt. Und hier hängt eine weitere Notiz. 27. Oktober 1899. Und dann nach oben. Ab ins Bett, ins Bett. Zum Umherwerfen und Wenden aufgeblähter Bäuche, zum Kopulieren und zum Kotzen auf Chaiselonge, Himmelbett oder Schminktisch. Schließlich der Zusammenbruch auf die verschlingende Matratze, betrunken und betäubt und fett und dumm und besinnungslos. Und löst die Falle aus, Menschenschweinchen, löst die Falle aus. Nur ein gezogener Hebel und eine Reihe hydraulischer Kolben und Getriebe wird in Gang gesetzt, wodurch drei Wände aus Stahlbalken über den Himmel von der Decke fallen, das Produkt im Bett einsperren und jede Flucht unmöglich machen. Dann wird das gesamte Bett über einen leistungsstarken, ebenfalls hydraulischen Federmechanismus nach hinten in die Wand gekippt. Der Druck für dieses System wird als Nebenprodukt des Vakuum-Ausweitungssystems erzeugt, den man an anderer Stelle der Schweineproduktionsreihe zur Massenproduktion eingesetzt. Auf diese Weise haben wir unsere eigene kleine Revolution geschaffen, denn die Mobilisierung der Massen ist ein Auslöser für die Ausrottung der Reichen. Hier gibt es auch nichts weiter zu sehen, außer ein ohrenbetäubender Lärm, der uns hier entgegenlärmt. Und hier dreht sich ein Getriebe. Und ich habe einen weiteren Tagebucheintrag. Kühlpumpen. Ich spüre eine Gelegenheit für meinen ersten Schlag. Wenn ich diese Zahnräder mit einem geeigneten Objekt blockiere, sollte dadurch der Kühlmittelfluss unterbrochen werden, wodurch sich ein Überdruck aufbaut, der die Rohre spaltet und die Kühlmittelbehälter platzen lässt. Aber was bringen mir geplatzte Kühlmittelpumpen oder geplatzte Kühlmittelbehälter? Was bringt mir das? Ich glaube, dass hier noch etwas fehlt. Weil drüben war ja, wie hat es geheißen? Die Zündspule oder Zündenergie oder irgend sowas. Da möchte ich mich noch weiter umschauen. Okay, von da bin ich gekommen. Hier geht es auch nicht mehr weiter. Gut. Weil da ging ja noch ein Weg weiter. Den möchte ich mir jetzt da oben anschauen. Diese Lampe lassen wir mal in Ruhe. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Oh, was? Wo ist hier ein Schwein? Okay. Oh. Da unten läuft ein Schwein herum. Also da kann ich nicht weitergehen. Aber ich kann hier weitergehen. Und was macht dieses Ding hier? Jetzt
Lass doch trotzdem mal sehen, was passiert, wenn ich das Ding hier benutze. Okay. Bei der Zündkerze. Diese Elektrifizierung zur Berührung muss den sicheren Tod bedeuten. Auf zum Verwirren der Maschine und zum Fluten des Systems. Aber dieses Mal nicht mit Abwasser, sondern mit kochendem, schäumendem, flüssigen Tod. Jetzt ist anscheinend das Schwein in der Elektrizität verendet. Jetzt ist nur die Frage, komme ich da wieder rauf, wenn ich runtergesprungen bin? Oder geht es dann hier letztendlich weiter? Ich werde jetzt nochmal kurz zurückgehen und die Kühlmittelpumpen blockieren. Und dann sehen, was weiter passiert. Und dann hierher zurückkommen und rübergehen. Falls es dann von unten keinen Weg mehr nach oben gibt. Der war doch hier, oder? Die Kühlmittelpumpen. Genau. Hier sind sie doch. Okay, wusste gar nicht, dass ich da noch weitergehen kann. Also gut, dann lass uns da... Als da war was. Abschalten kann ich hier nichts. Gut. Dann lass uns raufgehen und ein Fass hineinschmeißen. Nanu? Okay, das Ding ist blockiert. Die Maschine ist kaputt. Jetzt sind sie geplatzt, oder? Ja. Oh, 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 da läuft ja ganz schön viel jetzt Kühlmittel raus. Eieiei. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein, dass wir da nicht reintreten in diese Verbindung X. Eieiei, jetzt ist ja alles überflutet. Kann ich denn überhaupt jetzt wieder zurück? Ja, doch. Warte, das klingt doch trotzdem noch nach Schwein, oder? Warte mal, jetzt ist da unten auch nochmal Wasser. Ja, wisst ihr was? Ich setze das Ganze jetzt einfach nochmal unter Strom. Oh Gott. Was? Alter, und wo bin ich jetzt? Ach, jetzt fange ich hier wieder an. Gut, das Wasser ist jetzt drin. Anscheinend muss ich noch länger hier diese Zündspur betätigen oder warten, bis das Schwein nochmal unten vorbeiläuft. Diesmal mache ich es jetzt, ja, 10-15 Sekunden lang.
Ja, wir machen 15 Sekunden lang. Okay. Also, auf geht's. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, aber so wie es sich angehört hat, hat es bereits nach 10 Sekunden seine volle Wirkung erzielt. Da unten liegt das Schwein. Okay, und jetzt ist es hin. Dann geht es hier oben weiter, alles klar. Das ist das Schweineproduktionsreihe Zentralbereich. Die Kuttlerei. Grippbeseitigung. Eitelkeitstotschläge. Was sind das für komische Namen? Okay, ich bediene jetzt einfach mal ein paar Hebel. Und werde damit die Maschine endgültig zerstören. Hier gibt es noch ein weiteres Steuerpult. Ach, das kann man gar nicht mehr benutzen. Doch. I know you, machine. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Mandus. My great works are almost begun. Tja, Maschine. Nee? Ich glaube nicht, dass dein Werk noch beginnt. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, dich zu zerstören. Und jetzt sind hier alle Dinge offen. Hier geht's weiter. Oh, oh, da ist wieder ein Schwein. Aber warum flackert die Lampe, wenn hier kein Schwein ist? Oder ist das ein totes Schwein? Und wir haben eine weitere Notiz. 2. Dezember 1899. Ich entferne mich von diesen Tempeln, diesem kleinen Steinhaufen unter den Rhododendron. Die Schädel der Unschuld unter der losen Ackerscholle, kopflose Brustkörper im kühlen Stein hinter den Altären, 3000 Meilen auseinander. Ich verfolge mein Leben zu diesem Augenblick zurück, in uralten Stein geätzte Wasserablaufrinnen. Die Gifte sind schon in dieser Feuchte, in diesem fallenden Wasser. Ich zerhacke und würge und erbreche mich ins Waschbecken und ich ergreife es mit beiden Händen und ich starre. Dort, im Abfluss, so klar wie der Tag, ein Spielzeugrückgrat, ganz präzise und intrikat, wie das Rückgrat eines Kindes. Wie kann das sein? Wie kann das Rückgrat eines Kindes wie ein Uhrwerk gemacht sein? Ich wusch es vorsichtig und legte es auf den Kaminsims neben das Ei. Mich selbst legte ich unter den Garten, wo die Kinderschädel begraben sind. Ich nenne es mein Mexiko. So Leute, dann hätten wir dieses Kapitel auch abgeschlossen, oder zumindest diesen Abschnitt. Die 20 Minuten sind jetzt auch schon wieder um, das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei seid und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss, euer Busfahrer. So, dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal, ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Busfahrer.